Hi, ich bin der Günther, ich muss in der Bude. Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Mystery Dungeon Retter Team DX. In letzter Zeit haben wir sehr viele nutzlose Dungeon-Erkundungen gemacht, aber es dürfte bald mit der Story weitergehen. Deswegen hoffen wir, dass es heute soweit ist. War gerade Erdbeben letzte Nacht, also im Spiel. Und du bist aber früh auf dem Bein, Günther. Hast du das Erdbeben auch mitbekommen? Es ist unmöglich, in Ruhe zu schlafen. Jeda. Hey, Lombrero, was los? Geht schnell zum Pokémon-Platz. Die anderen sind schon alle da. Stimmt was nicht? Ich bin mir nicht sicher. Tengulist hat alle zusammengetrommelt. Der hat auch die ganzen anderen Retterteams versammelt. Los, worauf warten wir? Ja. Frühstück. Wow, sieh all die Pokémon an. Hier sind wirklich jede Menge Retterteams. Ich habe sogar einige berühmte Anführer aus weit entfernten Gebieten erspäht. Dieser Tengulist, was hat er mit denen nur vor? Hallo, darf ich um eure Aufmerksamkeit bitten? Mir fällt es nicht leicht, hier so vor viel zu sprechen. Aber scheißegal, wir haben andere Probleme. Die Lage ist ernst. Wie ihr wisst, hat sich Simsalas Team ja in die Tiefen der Hölle aufgemacht. Aber sie sind noch nicht zurück. Was? Oh mein Gott. Ja, sie sind aufgebrochen, um Satan zu besänftigen. Seitdem haben wir nichts mehr von ihnen gehört. Ich habe wirklich keine Idee, was mit ihnen passiert sein könnte. Was könnte denn auch schief gehen, wenn man in die Hölle geht, um Satan zu besuchen? Die sind nicht zurück. Und gerade das ist, glaube ich, zu krass für uns. Ich meine, Satan. Ja, dann geh doch selber hin. Dann ist Magma, da verbrenne ich doch, mich doch gleich. Okay, das heißt, wir wissen schon mal, dass es vermutlich, dass dieser Satz nicht von Geowatz, Funfi, Octillery, Rizeros oder Twitter kommt. Am ehesten kommt er von Meganie, Pinsir, Knofensa oder Sichlor. Schnauze! Tief unter der Erde sind vielleicht ein paar Sachen hier, aber das ist kein Ort, an dem sich jeder hintrauen kann. Deswegen habe ich so viele Retterteams gebeten, sich einzufinden. Ich schlag vor, dass wir hier Spezialteam Elite bilden. Wer meldet sich freiwillig? Wer will auch in die Hölle? Hey Günther, das ist unsere Chance. Seid ihr ein bisschen dumm? Was soll das sein? Jetzt ist unsere Entscheidung. Hört mir erstmal zu. Ich bezweifle nicht, dass ihr schon viel stärker geworden seid, aber es gibt da schon noch ein paar Stärkere. Will keiner vortreten? Ich bin's. Wow, Turtok. Der Keck, wer ist das? Knuddeluff steht auch so da hinten. Hallo, mich gibt's auch. Ja, wirklich, Folge soll es sich bei Groudon mit Boden-Pokémon handeln? Ich bin krass dagegen. Ich bin auch mit dabei. Yay, Octillery. Die hässliche. Wenn ich ein starkes Pokémon sehe, bring ich's um. Ich komme auch mit. Ich meine, ihr zwei seid zwar sehr effektiv gegen Groudon und mich macht der eigentlich mit einer Attacke kaputt, aber scheiß drauf! Er ist seltsam. Sollte Groudon wirklich erwacht sein, wird er sein blaues Wunder erleben. Meine Steinattacken machen nämlich nicht so viel Schaden dagegen. Ja, ich glaube, an dieser Auswahl kann niemand was aussetzen. Die drei werden sich aufmachen, um Simsalas Team aus der Hölle zu holen. Yay! Ihr macht es für uns alle, los! Auf geht's! Die beeilen sich ja richtig. Entspannt euch nicht so schnell, Leute. Andererseits, was erwartet man von einer fetten Schildkröte, einem Oktopus an Land und einem Stein? Na seht ihr, die sind mit allen Wassern gewaschen, nicht wahr? Weil Wasser... Ihr könnt die Angelegenheit also getrost ihnen überlassen. Da kann man nichts machen, Günther. Offenbar schon. Missionen, ne? Ich wäre nur zu ihren selbst mitgegangen, aber wie auch immer. Überlassen wir die Angelegenheiten Turtok und anderen. Wie verrätst du so? Was, Pilliver kommt nicht oder gibt's einfach nur keine Animation?
Ich will nichts sagen, aber ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass das der letzte Storytag, der letzte Missionstag in der Story ist jetzt. Wo ich auch nicht sagen kann, dass ich was gegen hätte. Und ich werde die Zeit heute nutzen, um wieder ein bisschen meine Tickets zu nutzen. Und ich bräuchte auch irgendwie mal wieder Belebersamen. Wie viele habe ich gelagert? Oh Gott. Es gibt irgendeinen Code von Nintendo selber für Wunderbriefe. Da kriegt man welche. So, ich habe hier in der letzten Folge war es durch einen Rangaufstieg hier die S-Rang-Tickets bekommen. Und da kann ich hier ja mal ein bisschen was machen. Alles klar, braucht eine EP und... Ja, die EP kann ich, denke ich, gut brauchen. Weil, wie man sich vielleicht denken kann, wenn das hier vielleicht der letzte normale Missionstag ist, könnten wir uns theoretisch dem Finale nähern. Ich muss mich kurz hier zurechtfinden. Stimmt, die Taktik war ja... Einfach spammen. Ruhe! So. Das gibt Power. Es gibt Monsterräume! Kostet mich keine Zeit. Das muss eine Besonderheit am S-Rang-Ticket sein. Ja, juckt mich. Ich kann ja umsonst hier. Außer, dass es Zeit kostet, ist es Schnuppe. Ich will noch wen besiegen. Keine Ahnung, wer am meisten bringt. Ich denke, alle relativ gleich. Ja, das wird's gewesen sein. Und die müssen jetzt alle noch ihre Attacken machen. Ich weiß nicht, kann gut sein, dass der Monsterraum jetzt nicht so gut für mich war. 2 Level bringt das. Bodycheck. Rückstoßschaden. Also es ist schon ziemlich strong, da kann man nichts sagen. Andererseits Sternschauer finde ich schon wichtig, so. Bis es halt für Coverage-Typen abdecken wichtig. Und Ruckzuck-Keep für die Range. Doch. Verzichte drauf. Ja, ich mach gleich Runde 2 nochmal Eevee. So Level 27, 28 wäre schon schön, denke ich, fürs Finale, wenn ich mir die wilden Pokémon so angucke. Was bringt mir Beliebtheit? Hier können sich keine anfreunden. Natürlich! Was ist denn das für ein Kacktraining, wenn ich instant paralysiert werde? Da verliere ich doch 4,5 Stunden. Ich treffe so nicht. Alter, du willst mich flachsen. Dreh dich! Ey, diese Runde, die verarscht mich gerade komplett. Sag mal! Dann verfehle ich noch jeden zweiten Angriff so gefühlt. Komm, das kriege ich noch. Oh Gott, ich hab's noch bekommen. Ich dachte wegen meinem Miss, Alter, wenn ich dadurch jetzt auch noch ein Pokémon weniger down bekommen hätte. Ich glaube aber, das gibt nur ein Level. Nein. 2. Yay.
Ja, das lief nicht so, wie es hätte laufen sollen. Ja, Günther kriegt hier Feuertraining. Erstens falscher Input, zweitens kein getroffen. Boah, Mann. Ich hab das Gefühl, der läuft hier extra kacke. Kann das sein? Und dann senkt er meine Init. Dreh dich doch, wenn ich Y drück, Digi. Falscher Input. Ich krieg das Ding nicht mehr. Das ist bad. Ich mein, reicht für 26, aber auch nur irgendwie. Das war bad. Nein, Ivy kriegt kein S-Rang-Ticket mehr. Günther kriegt hier noch eins. Ah. Diesmal bitte richtigen Input. Hol dir die Erfahrung. Komm, eins geht noch, oder? Jawohl. Ja, der Doppelangriff kostet halt echt Zeit. Man tötet sowieso alles. Aber die Runde hat sich besser angefühlt. Gibt auch wieder zwei Level. 28. Nitro-Ladung. Spüre ich nicht. Das fühle ich nicht. Alter, ich will immer auf die Attacke unten drücken, dabei muss man B drücken. Und jetzt noch ein A-Rang-Ticket auf Ivy. Damit sie Level 28 wird, vielleicht wird sie 29, dann wird sie es halt. Beliebtheit bringt. Ich hab ZL gedrückt. So, alle hier. Ja, genau, zurückschrecken. Was sind denn diese Draschel? Die sind doch komplett bekifft hier. Was ist denn das für ein Training? Die paralysieren lassen, zurückschrecken. Und ich verfehle jeden zweiten Hit. Da kann ich halt nichts machen, ne? Alter! Komm, es geht noch eins. So. Das Training lief nicht. So, Level 28. Jetzt sind beide auf 28, haben nochmal so schöne 5 Level, 6 Level hochbekommen. Und ich kann weitermachen, wobei ich halt echt Belebersand bräuchte.
Ich werde bis zur nächsten Folge mal gucken, ob ich den Code finde, für den man irgendwie, ich glaube, 5 Belebersamen kriegt man geschenkt. Hier ist die freaking Mobile-Statue, danke dafür. Ich werde sowieso kein Level mehr, kein Rangaufstieg mehr bekommen vor Ende. Deswegen könnte ich... Hier kommen Goldband gibt's dafür. Belohnung geht voll klar. Nee, die wollte ich nicht. Donnerhallhöhle hat nicht mal einen super Gegner, Alter. Die hat gar nichts. Ja, aufbrechen wird nicht lange dauern, denke ich. Ich meine, die Donnerhallhöhle war ja auch der zweite Dungeon im Spiel. Oh, es ist tot. Wie hat Ivy das nur geschafft? Also eben eine 3, irgendeine Kacke finden und tschüss. Hier sind ja auch die Ebenen noch kleiner. Aber ich werde halt auch keine Belebersamen finden, so, ne? Darf ich anmerken, okay, Sinelbeere, schön und gut. Darf ich anmerken, dass ich sogar in so einem Dungeon hier kein RNG mit der Treppe habe, in dem es gefühlt keinen Platz überhaupt gibt, wo sich die Treppe verstecken könnte. Außer natürlich bin ich wieder direkt neben der Treppe in dem Raum, auf der Ebene, auf der ich das Item brauche. Ja, und da ist das Ding auch schon. Komm halt mit! Kackviech. So, gesammelt. Ja, tschüss. Das war ein krasser Missionstag, muss man sagen. Geh halt hin. Yay, wir kriegen hier ein Goldband und für 2 Punkte. Sieht man auch auf dieser Leiste. Ich denke, das reicht für euch. Lass uns Feierabend machen. Bitte sagt mir, die Story geht jetzt wirklich weiter. Aber, nee, ich wollte gerade sagen, da passiert ja schon was in der Nacht. Aber da passiert was. Was, schon wieder ein Erdbeben? So viele Erdbeben. Ob das irgendwann mal ein Ende nimmt? Günther, irgendwas passiert gerade auf dem Pokémon-Platz. Es haben sich bereits viele dort versammelt. Lass uns am besten nachsehen gehen. Ja, okay. Wieder kein Frühstück, oder? Hey, Lombrero, was ist hier los? Oh, Ivy, siehst dir am besten selbst an. Alle tot. Nein, das sind Turtok und die anderen. Tengulis, was ist passiert? Sie sind tot. Ist es dein Ernst? Dieser Ort, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie es dort zugeht. Wir sind auch nicht mal bis zu Graudern vorgedrungen. Nichts und niemand kriegt mich dahin zurück. Dieser Ort tief unter der Erde. Anscheinend haben wir unsere Vorstellung bei weitem übertroffen. Diese Kecks, das kommt eben davon, wenn man das Unmögliche versucht. Was bist du nicht, du Hässler? Es geht hier um Simsas Team, wir müssen es retten. Denken es nicht eure Stärke, was? Sogar die da sehen cleverer aus als ihr. Wer hätte es gedacht, sogar Turtok ist tot. Alter, ich dachte eigentlich, die Hölle wäre nicht so schlimm. Finde ich nicht gut. Leute, seht ihr endlich kapiert die Pfeifen, dass sie nichts ausrichten können? Ich würde da auch ja nur irgendwie so verbrennen. Selbst dein Ghoul ist ein Schisser. Hey, seht's doch rein. Sein bestes Game reicht halt nicht. Das Leben ist kein Wunschkonzert. Hört auf euren Verstand und lasst es sein. Hey, Eigenlob stinkt zwar, aber das waren wahrlich weise Worte von mir. Günther, ich weiß nicht, wo mir der Kopf steht. Was sollen wir tun? Meinst du, heißt, dass wir keine Chance hätten? Sollen wir es trotzdem? Nee. Echt? Du meinst wirklich, wir sollten nicht gehen? Nee. Echt? Ja, komm, dann probieren wir es halt, sterben wir halt. Ja, hast wahrscheinlich recht. In Ordnung. Hört mal alle zu. Wir gehen, wir werden Simsalas Team retten.
Sie werden sterben. Was? Wer ist das? Ich kenne die... Hallo! Guckst du nicht meine Videos? Das Team Walross, hier in der Gegend sind sie ziemlich bekannt. Was ist das für ein Scheißname? Aber sind das die mit der Vulnona-Legende so? Davon habe ich gehört, waren die nicht irgendwie noch auf der Flucht neulich? Haben die überhaupt eine Chance? Können die was? Ja, wir sind vielleicht irgendwie überfordert damit, ne? Aber wir sind und bleiben Retterteam. Wir wollen den Pokémon helfen, die Opfer der Naturkatastrophen geworden sind. Deswegen haben wir ein Retterteam gegründet. Deswegen will ich so unser Team retten, auch wenn es riskant ist. Egal was passiert, wir geben nicht auf. Dieser unverwüstliche Kampfgeist ist der ganze Stolz von Team Walross. Seid ihr irgendwie ein bisschen bekifft? Bei euch herrscht wirklich Durchzug im Oberstübchen, ne? Den Spruch finde ich geil, den muss ich mir merken. Schneidet euch doch eine Scheibe von den anderen ab und haltet den Ball so flach wie eure Witze. Nee, hat sie schon recht. Was? Ja. Was? Wir haben vergessen, wo es ankommt. Wir sind Retterteams. Wir sind krass. Ich glaube, ihr seid alle ein bisschen bekifft. Warum hört ihr auf diese Witzfiguren? Auf dich hören ist besser? Meinst du? Wir sind doch erst einmal gescheitert. Twitter. Ja, ich bin vielleicht doch nicht tot. Ist sowieso nicht der rechte Zeitpunkt, um auf der Fallout zu liegen. Ja, bin auch nicht tot. Ich bin Stein. Steine können nicht sterben. Yay. Es klang aber eben noch anders. Ja eben, es muss einen Ausweg geben. Arbeiten wir zusammen, Mutter Fugas. Sag mal, seid ihr alle komplett bekifft? Jammert mir nicht die Ohren voll, dass, wenn ihr sterbt, ne? Viel Spaß im Land der Schmerzen wünsche ich euch, Pfeifen. Alles klar, der gönnt sich. Danke, Eevee. Du hast verhindert, dass wir das Wichtigste in unserem Leben wegwerfen. Unsere Nintendo Switch, ich meine. Auf jetzt! Lass uns kräftig in die Hände spucken. Zeigen wir, was Retterteams drauf haben. Nichts. Durch das Wortgefecht mit Gengar haben wir zwar leider einiges an Zeit eingebüßt, aber jetzt gehen wir dahin. Ich weiß, wir brechen erst morgen auf, aber ich kann es kaum noch abwarten. Nutzen wir die Zeit, um uns vorzubereiten. Sag mir Bescheid, wenn wir aufbrechen können. Das würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge. Ich suche offscreen den Code für die Belebersamen. Ansonsten werde ich so krepieren. Bis dann und ciao.